Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hearts of Iron 4 und wir haben in der letzten Folge damit aufgehört, in Europa weiter Krieg zu erklären oder Kriege zu führen. Wir haben nämlich in der letzten Folge hier den, ich nenne mal Norddeutschland-Staat erobert und dann sind wir haben wir die Komintern vernichtet, indem wir Bayern, das kommunistische Bayern zerstört haben. Ja, ich weiß, für die, die vielleicht jetzt gerade diese Folge gucken und noch keine davor gesehen haben, warum auch immer, werden sich wundern, aber ja, wir hatten ein kommunistisches Bayern. Ist doch okay. Und dann haben wir noch Baden-Württemberg angegriffen, haben das zu einem Core-State gemacht und weil meine Hand gezittert hat, habe ich direkt, als ich sie zum Core-State gemacht habe, sie wieder entdekort, keine Ahnung, kann man das so nennen? Entdekort. Irgendwer ist gestorben. Oh. Sein Sohn ist gestorben. In dem Fall ja unser. Weil wir ja eigentlich der Zar sind, ne? Wir sind in der Rolle des Zars. So. Okay. Aber stimmt, der war ja krank, der Sohn. Der hatte ja eine... Was war denn das? Hatte der Glasknochen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Deswegen... Alles, was ich generell sage, nehmt das nicht zu ernst. Es kann auch mal sein, dass ich mich vertue. Auch wenn ich mich sehr für Geschichte interessiere. Und auch über das ein oder andere Mal Bescheid weiß, heißt das nicht, dass es hundertprozentig wahr ist, ne? Also, das gilt natürlich für jedes Video. Ich bin kein Fan davon, immer so ein Disclaimer drunter zu schreiben, weil weiß nicht, ob das nötig ist. Aber gut, wird. So, eine Schiene hier rüber baue ich mal. Die Japaner werden hier ansonsten auch sehr schnell drüber sein. Die packe ich mal nach ganz oben. So. So. Und Landbefestigung gibt es immer noch nicht. Wurde noch nicht erforscht. Schade. Naja. So, ich baue mal eine Schiene nach oben. Ach komm. Aber auch nur aus dem Grund, weil das immer gerne lange dauert, hier rumzufahren. So. Okay. Mache ich noch einen Hafen. Perfekt. Okay. Die haben natürlich Nachschubprobleme, das wussten wir vorher eh schon. Können wir noch irgendwo eine Linie, Nachschublinie machen? Oh mein Gott, ist das schon fertig und ich habe meine Marine, unsere Marine nicht mehr verschoben. Geil. Egal. Das mache ich jetzt schnell. Und zwar können wir unsere Marine verschieben, habe ich ja schon in einer Folge erwähnt, dank den Briten, denn die Briten ermöglichen es uns, hoffentlich immer noch, ich weiß es noch nicht genau, aber, jo, es sieht gut aus, die ermöglichen es uns durch ihre Flottenreichweite, dass unsere Flottenreichweite erhöht wird. Alle Leute, die noch nicht so erfahren in Hearts of Iron sind, wenn ich einen Bündnispartner in meinem Bündnis habe, wie zum Beispiel Britannien, habe ich auch Durchmarscherlaubnis, ist logisch. Und wenn ich Durchmarscherlaubnis generell habe, beziehungsweise einfach mit dem Land im Bündnis bin, dann habe ich auch die Reichweite. Vorhin, beziehungsweise am Anfang, ich mache jetzt übrigens mal einen Schwerpunkt. Ne, ich mache keinen Schwerpunkt. Wir lassen es mal. Am Anfang war es so, dass wir die Flotte nicht mal zum Schwarzen Meer gekriegt haben. Also nicht mal hier rein. Von hier oben hier rein. Das ging nicht. Jetzt können wir es aber machen, weil die Briten haben Gibraltar. Die Briten haben hier, ja, Suez. Die Briten haben hier was von der Türkei. Wir haben, ja gut, wir haben Istanbul. Wir könnten jetzt sowieso, denke, also den Bosporus da rein. Oh mein Gott, ich habe hier vergessen, Landbefestigung zu erforschen. Das habe ich einfach komplett übersehen. Gut. Dann wären wir soweit, wenn die Flotte angekommen ist. Wie lange haben wir das Kriegsziel? Das läuft nicht ab, stimmt. Wir haben da, das ist eine beanspruchte Region, da war er. Was? Da sind sie. Gut. Jetzt habe ich die natürlich trainieren lassen und habe sie nicht reparieren lassen. Ich bin ein Held. Egal. Wir teilen die auf. Haben dann zwei Flotten. Die eine... Nein. So. Ja. Die eine noch da. Die andere auch noch da. Die muss repariert werden. Ist mir jetzt scheißegal.
Komm, Leute. Komm, es ist egal. Wir lassen die jetzt einfach raus. So, oh, die müssen nicht mal repariert werden. Geil. Der hier schon. Egal. Gut. Die Landung wird wahrscheinlich eh nicht erfolgreich. Beziehungsweise, wir warten erstmal. Wir machen den hier. Schicken etwas von unseren Jägern hier hin. Natürlich von den besten. Oh mein Gott, Alter. Wir haben über 1000 Stück. Geil. Dann schicke ich gleich mal 500 dahin. So. Was ist denn jetzt los? Warum stehen hier... Welcher Bündnispartner hat so viele Flugzeuge hier reingeschickt? Was geht denn jetzt ab? Na gut, wir lassen die vorrücken. Das funktioniert auch ganz gut. Ich denke, die werden jetzt auch ihre Truppen hier hinziehen. Wie groß ist deren Armee? Die haben ja gar nichts im Feld. Oh mein Gott. Ja gut, ne, dann starte ich mal die Landung. So, los geht's. Ah, Moment. Kurze Unterbrechung. So, jetzt können wir weitermachen. Wobei, es wird gleich eh wieder... Egal. Landung beginnt. Und es steht nichts. Es steht nichts da. Gar nichts. Leute, oder der Zuschauer, generell einfach alle Zuschauer, ich liebe euch. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich Japan angreifen soll. Ich hätte es wahrscheinlich eh getan. Da habe ich ja auch schon von geredet. Aber hätte ich nicht gerade dran gedacht in der letzten Folge, dass das ein Zuschauer oder sich, glaube sogar zwei Zuschauer gewünscht haben oder Zuschauerinnen, hätte ich es wahrscheinlich nicht so schnell gemacht. Gut, wir gehen auf vollen Vormarsch. Holen uns das hier alles. So. Und hier rüber. So. Und du nach Tokio. So. Okay. Das wird wahrscheinlich ein sehr unblutiger Krieg, aber ist auch mal schön. Ist doch auch mal nice. Hiroshima ist gefallen. Nagasaki gleich auch. Tokio braucht auch nicht mehr lange. Nagoya. Auch nicht. Kanto habe ich schon vergessen. Da stehen natürlich 5 Divisionen. Was auch sonst. Oh mein Gott. Egal. So. Forschung. Machen wir da mal weiter. So, wie viel Marineerfahrung wir haben, ist ja krank. So, Landdoktrin haben wir sowieso. So. Okay. Dann auf Nagoya. Kanto meine ich. Nagoya haben wir ja schon, oder? Ja, Nagoya haben wir schon. Perfekt. Dann haben wir auch gleich den letzten Siegespunkt. Ja, wobei, jetzt rücken sie hier natürlich vor. Was auch sonst. Ich bin gerade so faul, ne? Aber egal, ich mach's trotzdem. Ich schicke hier eine kleine Truppe hin. Ich habe auch gehört, dass sie bei uns landen. Ja, okay, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ist jetzt nicht wichtig. So. Wir haben hier aber eine Chance. Ne, haben wir nicht. Ja, ist egal. Nagasaki haben wir jedenfalls. Bräuchten wir noch Hiroshima und dann haben wir alles. Wichtige. Was ist jetzt? Automatisches Speichern. Bitte nicht abstürzen. Es lädt lange, Leute. Jetzt geht der Nervenkitzel wieder los. Hat das Spiel sich aufgehangen? Bitte nicht. Es dauert sehr lange. Vielleicht mache ich auch einen Cut rein hier. Okay, es geht weiter. Hat übel lange gedauert, aber egal. So, wir wollten nach Hiroshima latschen. Das machen wir auch. Und dann war es das mit Japan. Wir haben ganze 14.000 Mann verloren und 160.000, ja, haben die verloren. Okay, dann fehlt uns das noch. Oh, dann fehlt uns das auch noch.
Dann lassen wir die jetzt einfach mal vorrücken, bis sie zerquetscht werden. Fertig. So. Sollte aber jetzt reichen. Perfekt. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Wir kriegen eine mindestens 140.000, ich glaube 140.000 große Flotte. Aber man muss dazu bedenken, genau, wir können nur die Hälfte nehmen. Weil Hearts of Iron ist halt Hearts of Iron. Macht Sinn, ne? Nee, macht keinen Sinn, weil eigentlich könnten wir die ganze Flotte nehmen, aber wir haben keine Punkte dafür, weil uns irgendwer die wegnimmt. Also, wir nehmen einfach die ersten, passt schon, so. Mehr können wir nicht nehmen, wie ihr seht. Wir sind komplett fertig. Wir haben jetzt auch Japan also. Tokio sollte viele Fabriken haben, ja. Da leben auch sehr viele Menschen, deswegen kann ich es noch nicht integrieren. Hier sind gefühlt nur Schiffswerften. Hier... Ja, das ist halt heftig bevölkert, muss man dazu sagen. Nehmen wir erstmal das so. Gut, da haben wir das integriert. Dann machen wir uns jetzt an die asiatischen Staaten. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Nationen sollen wir angreifen. Klar, die USA sind noch da, aber wir haben noch ganz viele andere Staaten. Können auch Marionettenstaaten machen, wäre gar kein Problem. Natürlich können wir das machen. Können auch einen Krieg mit Frankreich vom Zaun brechen. Zum Finale vielleicht. Ja, oder halt wirklich mit den USA. Die USA wurden ja schon von uns ausgebaut. Noch nicht auf 5, aber überall auf 4. Schienennetz ist hier auch noch ergänzt worden. Hier unten war nämlich nicht so viel. Genau, wir könnten noch Luftstützpunkte, also Flughäfen, eher gesagt, machen. So. Und ansonsten Knotenpunkte vielleicht. Machen wir hier einen hin. So. Dann machen wir noch hier einen. Nein, nee, warte mal, da oben ist ja einer. Ja. Wobei Kanada ist auch groß, ne? Deswegen, wir machen es mal dahin so. Gut, dann haben wir hier alles. Hier können wir noch so eine Kreuzung reinmachen. Hier auch. Ist keine Kreuzung, ihr wisst, was ich meine. So. Das funktioniert. So. Eigentlich musst du Kanada auf jeder Provinz eigentlich was ausbauen. Ja, wobei, guck mal, hier oben geht's gar nicht. Hier oben kommt man nicht weiter. Aber ist das auch im... Ich zeige euch das sofort. Ist das auch im Basic Game so? Ich zeige es euch sofort. Egal, wir machen die Forschung jetzt einfach auf, wenn sie 900 Tage dauert. Genau, hier ist das im Basic Game auch so, dass man nach Nordkanada gar nicht durch kann. Macht natürlich Sinn bei dem Gebirge und so. Ah, vielleicht konnte man das zu der Zeit noch nicht durchkämmen. Betreten. Wer weiß. Ich weiß es jedenfalls nicht. Okay. Dann haben wir wieder politische Macht, die wir nutzen, um Deutschland zu integrieren. Genau. So. Franken. Und Niederbayern. Und warum habe ich nicht erst Oberbayern gemacht? Ah, nee. Egal. Genau. Und es wurde sich ja auch noch, es war ein Vorschlag, oh, ich weiß gar nicht, ob es, entweder hieß es, glaube ich, Japan oder mach halt die alten österreich-ungarischen Staaten kaputt. Können wir tun. Wie gesagt, uns steht nichts im Weg. Wir können das ganz schlau machen, sodass auch auf jeden Fall kein Bündnis entstehen kann. Aber ich glaube, es kann sowieso kein Bündnis entstehen. Da die Amerikaner und ich glaube gar keiner überhaupt in der Lage dazu ist, ein Bündnis zu starten. Aber ich weiß es gerade auch nicht genau. Okay, 86.000 Waffen im Minus. Ich weiß auch, woran es liegt. Und zwar daran, dass die da hinten alle rumstehen. Hier. Und die Versorgung dermaßen schlecht ist. Das ist in dieser Mod ja ziemlich extrem dargestellt. Genau. Deswegen verbessern wir das mal. Auch wenn wir gleich eh Krieg gegen die haben. Egal. Wir haben eh nichts in der Warteschlange für unsere Industrie. Ich baue hier noch was hin. Guck mal, wir bringen Infrastruktur und ja, Modernität nach China. So und nicht anders.
Überall Schienen. Mit Logistikpunkten. Die pure Modernität. So, gut. Wir lassen euch mal reparieren. Und euch mal reparieren. Jo. Okay. Litsche Macht haben wir mal wieder. Dann nehmen wir Oberbayern diesmal. So. Aber warum gehört Köln zu Britannien? Naja, Flugabwehr und Radarstation kriegen wir jetzt, glaube ich. Ein Gummi zu wenig. Okay. So. So. Okay. Okay, okay, okay. Back to America. Ich weiß ja nicht, Leute. Aber schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid, was ihr euch wünscht. Genau. So. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass diese Division hier immer noch am früher sagte man garnisieren, als das Spiel neu war. Heute heißt es ja, ich sag's immer wieder, heute heißt es ja Gebiet beschützen oder so. Ja, kann man auch so nennen, aber wundert euch nicht, mit Gebiet garnisieren meine ich Gebiet schützen. Genau, weil hier steht Gebiet verteidigen und das hieß halt früher garnisieren. So, jetzt hat's auch der Letzte verstanden. Okay, wieder mal Fabriken frei. Dann packen wir alles auf 5. Ich finde es auch geil, dass wir in China bessere Infrastruktur haben, als wir es hier haben im Heimatland. 346 Stahl. Okay, das ist eine Ansage. Das ist krank. Egal, ich mache hier einfach alles. So, dann haben wir hier einen Dauerauftrag. So. Hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Und das war's. Jetzt. Okay. Gut. Dann sollte der Krieg jetzt eigentlich... Hab ich noch nicht gerechtfertigt? Nicht im Ernst. Ich dachte, ich rechtfertige die ganze Zeit. Oh. Oh mein Gott. Naja, gut. Halb so schlimm. Dann warte ich auf euer Feedback, was ihr euch wünscht. Und entscheidet dann, wen wir angreifen sollen. Ich muss euch aber sagen, besser wäre es, wenn wir uns aus Asien verziehen. Reicht ja auch. Wir haben ja die mit am bevölkerungsstärksten Gebiete fast alle. Ja, hier Sichuan fehlt noch und Hunan, aber wir haben halt dafür auch hier, ne, Jingsu und was ist das? Ja, hier leben nicht so viele, hier Hubei, Henan, übel viele, Shandong, Chili und hier halt, ne, Peking, ja. Also wir haben eigentlich genug, vor allem wenn es um die Mannstärke beziehungsweise Bevölkerung geht, da haben wir 426 Millionen. Das ist fast eine halbe Milliarde, auf die wir bald zugehen. Ja, kann man mal machen. Gut, aber Leute, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir es gerne mit einer positiven Bewertung. Schreibt mir, wie gesagt, gerne rein, wen wir als nächstes angreifen sollen. So, die Forschung mache ich noch eben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.